perfekt vor mir angehalten. Super, da liegen zwei Tote. Das macht Mut. Allerdings sind die anscheinend auch gelootet, das heißt, die Chancen stehen eher gut, dass die Person weitergerannt ist. Okay, das wird jetzt ein sehr gleichmäßiger Kreis, der sich da zusammenzieht. Doch schon mal etwas. Schade, irgendwie hatte ich jetzt auf einen unterirdischen Tunnel gehofft. So. Weißt du, schlechte Ports haben wir halt echt nicht verdient. So als Spieler. Oh, okay. Da schießt tatsächlich ein Sniper auf mich. Ja. Aber der Sniper, der kann sich jetzt mal schön irgendwo anders hinlegen, ne? Weil, wie haben sie die Session geschafft? Bin gleich von wem anders erschossen, aber das ist auch okay. Wenigstens nicht vom Sniper weggepickt. Ja, das war. Sniper war vermutlich auch der Typ, der halt hier dieses Equip bekommen hat aus der Crate. Ja. Wird vermutlich ein richtiges Scharfschützengewehr bekommen haben und nicht nur so ein quasi Scharfschützengewehr wie wir. Und Servus, Storm Dragon. Sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe. Ich spiele hier Battlegrounds. Ein sehr verdammt gutes Spiel, wie ich finde. Wenn du H1Z1 kennst, dann kennst du auch schon das Spielprinzip. Oder wenn du auch Battle Royale kennst, könnte dir das Spielprinzip sehr bekannt vorkommen. Okay, hier ist jemand gestorben. So eine Quick Draw. So, oh, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind einer der letzten 10 Leute. Genau. Dieses Spiel. Wie gesagt, okay, ich muss mich jetzt noch ein bisschen konzentrieren. Oh, ich hoffe, du verzeihst mir das. Oh. Es wäre jetzt schon irgendwie hardcore gewesen, wenn der halt in einer anderen Hütte drin gesessen wäre. Ich glaube, die Geschütze galten uns. Oh! Ja.
Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, gut. Das Ding ist da unten. Boah, Leute, da oben ist jetzt diese eine Scharfschütze, der mich schon ziemlich auf den Sack geht. Nein! Und erschossen worden. Damit. Ah. Und Stormdragon, erstens ein L, zweitens kannst du das noch nicht, du bist noch kein Regular. So, und. Genau, und außerdem gäbe es Cooldown. Ah, ja, so, sorry, sorry. Oh ja, genau, Stormdragon. Warte, du warst auch schon hier, ne? Ich erkenne gerade deinen Namen. Sorry, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist. Ah ja, und natürlich war das jetzt auch irgendwie vom Zoom her, war die Waffe ein bisschen zu nah. Wir hätten jetzt einfach auf M416 schalten sollen und Persona schießen sollen. Genau. Und Snacky, ich finde gar nicht so sehr, dass man Konsolen abschaffen sollte. Die machen das Ganze doch ein bisschen hier. Nein, ernsthaft. Also ich habe gelesen hier, dass du die Frage, wollen wir dann zusammen Paladins zocken? Und da habe ich mich dran erinnert, dass ich deinen Namen schon mal gelesen habe. Warte, du folgst mir schon zu einer Weile, glaube ich, oder? Oder? Hier, warte, Last Scene können wir ja mal Command machen und. Genau. Was? Also. Mua, mua, mua. Natürlich wird der Befehl überschrieben. Warte, ich weiß gar nicht, wie der andere Befehl geht. Egal. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mich tatsächlich daran erinnert, dass wir. Dann vermutlich warst du bei Paladins mal dabei. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir schon mal zusammengespielt haben. Daran erinnere ich mich leider wirklich nicht. Das tut mir leid. Aber, dass du schon mal hier warst, daran erinnere ich mich. Das ist ungelogen. So. Genau. So. Also, das Spiel hier ganz einfach. Das kann man hier im hier Solo, Duo oder Squad spielen. Ich werde dann nachher mit dem Snacky, falls er jetzt dann Bock hat, Duo spielen. Ah, okay, haben wir. Cool. Ja, also als du Paladins geschrieben hast, da hat es dann Klick gemacht, da habe ich mich erinnert. Ich weiß, ich versuche mich immer früher daran zu erinnern, aber kriege ich ja nicht hin, weil ich bin auch nur menschlich. Genau, und prinzipiell geht es darum, du wirst mit 99 Leuten auf diese Insel, anderen Leuten auf diese Insel draufgeschmissen. Sorry, ich spiele schon länger kein Paladins mehr. Könnten es vielleicht später mal machen, ne? Ne? Also ich habe echt schon länger kein Paladins mehr gespielt, also könnte man tatsächlich machen. Aber aktuell warte ich noch, genau, aktuell warte ich eigentlich noch auf den Snacky, der dann mit mir hier Duo spielt. Das hatte ich dem schon versprochen, da freue ich mich auch schon. Total. Deswegen muss ich dich da leider enttäuschen. Tut mir leid. Hoffe, du verzeihst mir. Aber du kannst eigentlich trotzdem hier bleiben. Und dann wird trotzdem alles gut. Und der Yadorado, ganz toll, Hüfterschrei. Hast du gut gemacht. Waren Top 10, ey. Top 5, glaub sogar. Dann kommst du daher und musst alles kaputt machen. Jo, klaro. Somdragon, hast du denn Battlegrounds? Wenn ja, dann darfst du natürlich mitmachen. Ja, Spiel kostet. Aber eventuell bin ich bald affiliated in shit. Und dann kostet. Und dann. Ach ja, nee, das ist ja für euch nicht wirklich wichtig. Aber Dings auf MMOGA oder so gibt es das jetzt anscheinend auch schon für 25 oder 26. Also ein bisschen günstiger ist das schon mal. Ja. Und ich finde, also das Geld lohnt sich schon. Also ich habe für H1Z1 habe ich 20 ausgegeben, hierfür habe ich 30 ausgegeben und ich bin hiermit sehr glücklich. Also ich würde es wieder kaufen. Und H1Z1 eher nicht so, aber eigentlich ist es auch gut, dass ich das auch gespielt habe, weil damit habe ich den Vergleich. Instant Gaming ist das Wahre. Okay. So, so, so. Ach ja. Huch. Da. Da hat jemand einen Molotow aus dem Flugzeug geworfen. What? 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 Aber Somdragon, ich kann verstehen, dass man sich das Geld nicht leisten kann.
Ich habe mir das vor einer Weile eigentlich auch nicht so wirklich leisten können. Ich war aber dumm und habe es mir trotzdem gekauft. Und jetzt, ja, reden wir nicht drüber. Genau. Genau, jetzt muss ich halt mal so ein bisschen den Monat noch ein bisschen abwarten, bis ich wieder, bis irgendwie Gehalt und so da ist. Und vielleicht dann auch den nächsten Monat abwarten, damit auch wirklich das Puffer da wieder mal da ist. Damit das jetzt nicht so krass wird, ne? So, du startest mal den PC und dann bist du auf Discord. Auf den Discord darfst du auf jeden Fall. Ich weiß nicht, bist du vielleicht eh schon drauf? In den Kanal würde ich dich jetzt tatsächlich erstmal nicht nehmen. Oder du kannst, wenn du magst, kannst du da bleiben, bis Snacky kommt. Weil es ist halt, je mehr Leute im Discord drin sind, im aktiven Streaming-Kanal, desto undeutlicher wird das. Also das merkt man halt leider immer wieder. Aber du darfst auf jeden Fall schon mal vorbeikommen. Ich würde mich freuen. Ein bisschen Gesellschaft. Und vielleicht, ja, eigentlich vielleicht kannst du ja nachher dann doch bleiben. Muss gerade mal schauen. Genau, geh einfach mal in den allgemeinen Voice-Chat und schreib mir dann hier im Chat, wenn du drin bist. Weil tatsächlich ist gerade mein Discord minimiert, das heißt, ich sehe das gar nicht. Komm, hier. Tu das da mal rauf. Rucksack, Weste, Helm. Also auf den Discord darf eh jeder. Also da kriegt ihr dann auch viele Dinge mit, falls ihr irgendwie witzig irgendwie auch immer wieder mit mir schreiben wollt. Ich krieg das ja immer mit, ne? Ist ja mein Discord. Dann habe ich ja dann doch so ein Auge drauf. Genau, manche sind tatsächlich auch nur für, also erst ab Donator oder so freigeschaltet und manche, also ja. Genau, also dieses Nobody Cares zum Beispiel, das ist halt schon länger und lauter. Und deswegen, ja, versuche ich da jetzt nicht allen Zugriff drauf zu geben. Und, ach ja, und es ist halt auch so vergleichsmäßig quasi teuer. Ich glaube, es kostet 200 Experimente oder so. Ja, eigentlich müsste ich es einfach mal für alle freigeben und dann schauen, was passiert. Das wäre irgendwie schon besser. Genau, das sind so Punkte, hast du sehr richtig erkannt. Das sind halt so Treuepunkte quasi. Je länger, also pro Minute, glaubt, die du hier bist, kriegst du einen Punkt. Und, jo. Ich glaube, ich habe noch nicht mal eingestellt, dass Subscriber oder so mehr bekommen, sondern tatsächlich. So. So. Genau, also du müsstest jetzt in den allgemeinen Voice-Kanal kommen, damit ich dich darunter ziehen kann, in den Streaming-Kanal Zomdragon. Dreierweste. Schick. Dreierrucksack. Es fehlt eigentlich nur noch der Dreierhelm, ne? Ein Silencer für die SMG.